Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die zunehmende Digitalisierung der Krankenhäuser, die immer stärker werdende Vernetzung zwischen verschiedenen Abteilungen und alle Abläufe zu digitalisieren, kann natürlich Klinikbetrieb verbessern, aber macht es aber auch angreifbar und risikohaft. In unserer heutigen digitalisierten Welt ist diese Cyberangriffe leider kein neues Phänomen, auch in Krankenhäusern nicht. Es gibt bundesweit mehr Fälle, in denen Computersysteme durch Krankenhäuser mit Schadstoffware angegriffen werden. Auch im vergangenen Jahr nach der Meldung der Krankenhausgesellschaft NRW, auch NRW-Krankenhäuser davon betroffen sind. Und 28 Krankenhäuser sind tatsächlich davon betroffen. Nur, damit keine Legenden gebildet werden, nur 2 Krankenhäusern waren eigentlich diese Angriffe so weit, dass sie teilweise Notfallversorgung abmelden müssten. Aber es klingt so dramatisch, aber im Krankenhausalltag ist die Abmeldung notfallmedizinischer Versorgung ist keine dramatische Fall. Sehr viele Krankenhäuser, wenn sie keine Kapazitäten mehr haben, melden sich ab, damit die Patienten in anderen Krankenhäusern transportiert werden. So gesehen muss man, ich glaube, sehr, sehr sachlich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, auch in anderen Krankenhäusern, auch in anderen Einrichtungen, privaten und natürlich sehr vielen Firmen werden diese Angriffe durchgeführt, auch ständig. Dafür gibt es auch keine hundertprozentige Sicherheit. Da kann man nur Systeme natürlich ständig erneuern, aufrüsten, damit man das Risiko minimieren kann. Und allerdings in allen Krankenhäusern gibt es nicht pauschal, wie Sie sagen, eigentlich eine IT-Ausstattung von 1980, sondern es gibt sehr viele Krankenhäuser nach Meldung der Krankenhausgesellschaft, dass sie sich erneuert haben. Die sind gezwungen, ihre Systeme zu erneuern, weil sie alle Abläufe digitalisieren. So gesehen, meine Damen und Herren, gibt es tatsächlich auch im Bereich der Krankenhäuser, die in erster Linie selber zuständig sind, aber auch die Krankenhausgesellschaft sehr, sehr sensibel damit umgeht. Was in den letzten Jahren passiert ist, Landesregierung hat für die Finanzierung, die Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter 24 Millionen Euro erhöht. Im Moment ist die Landesfinanzierung 317 Millionen Euro für die Krankenhäuser für diese kurzfristige Anlagefinanzierungen. Aber jeder Krankenhaus, entweder durch Aufsichtsrat oder Vorstand, selber dafür verantwortlich, wo sie diese finanziellen Mittel einfließen lassen und welche IT-Systeme sie im Krankenhaus aufbauen. So gesehen kann eigentlich bei unserer vielfältigen Trägerschaft der Krankenhäuser Landesgesundheitsministerium nicht alles selber bestimmen. Geld ist bereitgestellt, da müssen die Krankenhäuser selber entscheiden, welche IT-Systeme sie einführen. So gesehen, ich glaube, wir werden sachlich im Ausschuss darüber diskutieren. Und wenn Sie gestern bei der Krankenhausgesellschaft gewesen sind, ist die Krankenhausgesellschaft auch sensibilisiert. Alle Krankenhäuser haben sie eingeschrieben. Mitarbeiter sind sensibilisiert, wie sie bei solchen Angriffen reagieren müssen. So gesehen ist das Notwendige eingeleitet. Aber wir stimmen natürlich die Überweisung und freue ich mich die Diskussionen im Fachausschuss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege.